Und willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, in der letzten Folge haben wir uns ja nun erweitert. Wir haben noch eine Schmiede hinzugefügt. In der Hoffnung, dass wir schneller produzieren. Ja, wir haben noch so viel, was wir aufwerten müssen. Das ist das Problem. Ja, wir haben noch so viel, was wir aufwerten müssen. Vor allen Dingen, wir haben schon Tag 13. Und wir sind immer noch nicht fertig. So, in der letzten Folge haben wir auch hier unseren Fußboden gemacht. Ihr seht ja, der Beton ist immer noch nicht trocken. Ach, das habe ich mit Heu vergessen. Aber ich würde sagen, Schaufel lassen wir da, den Hammer lassen wir da. Wir nehmen Pistole mit, muss man trotzdem nochmal runter. So, müssen wir trotzdem, das lassen wir sowieso unten. Nicht, dass hier oben einer kommt und was kaputt macht. Problem ist ja, wenn die Zombies einen Kasten zerstören, dann ist er weg. Dann ist auch das Inventar kaputt. Dann bleibt da nichts übrig. Da macht er alles kaputt. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ich gerne hier runter gehe. Schaufel, Stahlgerüst, Hammer. Leder tun wir hier hin, so, Rohr tun wir auch daneben. Dann tun wir hier hin, Erde können wir hier hin tun. Das tun wir mit hier hin, Holz tun wir auch mit hier rein. Die kommen wir da drauf. So. Pflastersteine, was soll ich mit Pflastersteinen? So, ja. Ja. Aber den Beton nehmen wir nicht mit. Den lassen wir hier drinnen. Mal hier mit zu unserem Inventar hin. So. Genau, da brauchen wir 9 mm. Nehmen wir mit. Haben wir noch einen Verbandskasten da? Nehmen wir die 5 mit. Was haben wir noch zu essen? Ach so, ja. Essen. Hier ist Essen. Einmal voll essen, bitte. So, und dann habe ich, wie ich versprochen habe, gesagt. Warum habe ich gesagt, was ist denn das schon wieder für ein Deutsch? Nein, also wie ich euch versprochen habe und auch gesagt habe, gehen wir jetzt nochmal in die Stadt. Weil wie gesagt, ich muss endlich das Minibike fertig kriegen.
So. Ja, das Minibike, das wäre wirklich sehr, sehr interessant, wenn wir das endlich fertig kriegen würden. Na, so, komm. So. Dann gehen wir mal in die Stadt. Mal wieder. So, weil dort gibt es noch einiges zu looten. Schauen wir mal hier, ist das wieder voll mittlerweile? Ne, ist immer noch leer. Leer. Das macht ja gar keinen Spaß, wenn die leer sind. Da müsste ja wenigstens was drin sein. Oh, Athletik schon auf 39. So, wir werden erst mal schauen, ob wir hier in dem Bücherladen. Hinten? Ich habe gleich gerade irgendwas gehört. Ja, die Lampen hier in der Stadt, die sind ständig an. Na gut, nicht alle, aber fast alle. Hat sich ja gelohnt. Also ich würde sagen, hier ist noch nichts wieder da. Hier ist alles. Aber hier kommen wir dran. Gut, das hat man aber schon. Ah, wo gehen wir hin? Was machen wir? Das Problem ist ja, ist doch schon länger als wie 5 Tage her, wo ich hier gewesen bin, oder? Normalerweise ist eigentlich 5 Tage Respawn-Zeit. Zumindest habe ich so eingestellt. Jetzt irgendwie verwunderlich. Hat sich ja auch gelohnt. Hatte ich jetzt das Buch eigentlich schon für das Minibike? Das weiß ich gar nicht.
Ah, ein paar Zombies hier kaputt machen. Oh. Wir rennen erstmal an den Zombies vorbei. So, mal gucken, was übrig geblieben ist jetzt von den Zombies hier, was wieder aufsteht. Nicht mehr. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So. Ja, viel ist es nicht gerade, was die uns hier abwerfen. Viel ist es nicht gerade, nee, nicht wirklich. Oh. Den hatte ich auch schon, ja. Den hatte ich auch schon so. Sehr nice. Ist eigentlich hier in dem Gebäude schon? Ich glaube noch nicht, gell? Na komm schon, er will nicht sterben. So, schade. Die Waffe ist kaputt. Ich kann es zum Glück reparieren. Oh, da gehen wir schnell hier rein. Und reparieren mal die Waffe. Mal hier. So, aber liebe Leute, ob wir lebend wieder nach Hause kommen und was wir noch alles so Schönes finden werden, habt ihr in der nächsten Folge. Ja, sind schon wieder am Ende. Ja, wir sind schon wieder am Ende. Irgendwas noch Schönes drin? Na ja, gut, was heißt schön? Was kann schon Schönes in der Toilette drin sein, gell? Da werden jetzt bestimmt drin. Dass ich es nicht gewählt hätte, aber egal. Alles klar, lieben Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen.
bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.